Ozeane voll von Piraten waren. War Captain Gold, sah berühmt, berüchtigt. Der Typ, der war nach Gold und nach Eiern süchtig. Omelette war sein Leibgericht, doch blöderweise kochte ihm sein Koch das nicht. Der Herr hisste den Captain die Piratenfahne. Er kapete ein Schiff und er klaute die Pfanne. Von diesem Tage an, da war der gute Mann nicht mehr an Deck, denn er schnitt mit seinem Säbel den Speck, rührte den Teig und hackte Gemüse, singend in seiner Kombüse. Töpfe mir die Eier vor, schlag sie auf und gieße von der Milch ein wenig drauf. Da werden Salz und Pfeffer hergeschafft und umgerührt mit voller Muskelkraft. Inzwischen wird in Paprika gegart, an Zwiebeln und an Knoblauch nicht gespart. Gebacken mit dem Teig in weißem Fett und fertig ist das Freibeuter-Omelett. Die Piraten, die sind etwas irritiert. Captain Goldzahn, der Koch, deckt den Tisch und serviert. Lädt seine Jungs zum Essen ein. Freibeuter-Omelett, da sagt keiner nein. Jeder langt zu, ohne Unterlass. Und alle sagen, Chef, hey, wie machst du das? Töpfe mir die Eier vor, schlag sie auf und gieße von der Milch ein wenig drauf. Dann werden Salz und Pfeffer hergeschafft und umgerührt mit voller Muskelkraft. Inzwischen wird der Paprika. Omelette.